Das macht so einen Spaß! Dann haben wir das Geilste an dem Ding, die Auspuffanlage. Das ist eine Aero-Auspuffanlage, das kleine Motorrad ins Wohnmobil in die Heckgarage zu schieben. Das ist eine Premiere. Wir haben selber noch nicht ausprobiert. Ich bin äußerst gespannt, ob das, was ich ausgemessen habe, auch wirklich funktioniert. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Camp Monkey. Ich bin der Olli. Die Tina ist heute nicht dabei. Heute geht es um technischen Kram. Und zwar um das richtige Motorrad für die Heckgarage im Wohnmobil. Und das stelle ich euch jetzt vor. Weiter geht's nach dem Intro. So, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Heute geht es um das Motorrad für die Heckgarage, wie ich jetzt auch schon gesagt habe. Und zwar haben wir eine Honda MSX 125, auch Grom genannt. Das Motorrad, was hier jetzt steht, habe ich gebraucht gekauft mit 2200 Kilometern. Ist quasi in einem Neuzustand. Ich will euch zeigen, was das Ding so hat und kann. Wir haben hier 125 Kubik. 10 PS, also 7,1 kW. Das Motorrad läuft so, wie es jetzt hier steht, modifiziert etwa 110 km/h. Und zwar möchte ich euch zeigen, was wir hier dran verändert haben, so dass das auch noch mehr Spaß macht gegenüber dem Original. Wir haben als allererstes einen kürzeren Nummernschildhalter montiert. Das macht das Ganze ein bisschen sportlicher. Dann haben wir das Geilste an dem Ding, die Auspuffanlage. Das ist eine Aero-Auspuffanlage, die ist auch soweit zugelassen. Die macht ordentlich Dampf und das Ganze hört sich an wie ein großes Motorrad. So, dann haben wir weiterhin verbessert. Ich weiß nicht, ob der Kameramann das drauf kriegt. Hier vorne, ich komme gerade rum, hier vorne ist der Luftansaugstutzen. So, und den haben wir vergrößert. Ja, also der ist ein bisschen dicker geworden. Ja, vielleicht hat man den sieht. Also, der ist dicker geworden und dazu ist gekommen ein Sportluftfilter, damit da ein bisschen mehr Luft reinkommt. Wenn hinten mehr Luft rausgeht, muss auch vorne mehr Luft rein. So, dann haben wir noch verbessert die Spiegel. Den hier habe ich schon etwas gelöst für den Transport gleich ins Wohnmobil. Wir haben bei der Honda MSX hier ein ABS verbaut auf der Vorderbremse. Das heißt, das ist schon eine recht sichere Sache. Wir haben LED, weiß nicht, sieht man es? LED. Ich mache ihn kurz an. LED Frontscheinwerfer und LED Fernlicht. Das Motorrad wiegt nur 100 Kilo. Das ist das Leergewicht, 105 Kilo vollgetankt. So, und das macht es ultra interessant für ein Wohnmobil, weil in den Wohnmobilen geht es um Zuladung und das ist das leichteste Motorrad, was ihr in euer Wohnmobil stellen könnt. Also ihr könnt auch zu zweit drauf fahren, das sei dazu gesagt. Und insgesamt ist die Zuladung bei einem kleinen Motorrad, wie wir es hier jetzt haben, 156 Kilo. Das ist ganz ordentlich. Das wär's von meiner Seite aus. Wie gesagt, der Sound ist super. Ich weiß nicht, sollen wir den Sound nochmal hören? Wollt ihr ihn nochmal hören? Ja. Dann machen wir es nochmal. So. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze im Fahrbetrieb mit einem erwachsenen Mann aussieht. Wird lustig, bleibt dran, bis gleich. We'll be right back.
tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en ti. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rey. Y más, ay, ay. Es macht so einen Spaß. Auf die Tina, weil die hilft mir, das kleine Motorrad ins Wohnmobil, in die Heckgarage zu schieben. Das ist eine Premiere. Wir haben selber noch nicht ausprobiert. Ich bin äußerst gespannt, ob das, was ich ausgemessen habe, auch wirklich funktioniert. So, als allererstes müssen natürlich die Spiegel ab. Wir haben eine Motorradhöhe von 94 cm, jetzt so mit dem Lenker, wie es jetzt hier steht, und eine lichte Höhe der Garage von 1,5 m. Das heißt, das muss passen. Also, auf der Schiene dran. Sieht schon mal Bombe aus. Aber also, mal reinschieben und dann gucken wir, ob es wirklich passt. Schieben. Passt fast. Ja, wir müssen noch ein bisschen die Stühle versetzen. Ansonsten passt es. Wunderbar. Ich freue mich. Der Tisch ist auch noch im Weg. Aber das passt. So, jetzt wird das Motorrad nur noch verzurrt. Dann geht die Klappe zu und dann geht's ab nach Frankreich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wünsche ich mir einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns sehr und es belohnt unsere Arbeit. Ich sage vielen, vielen Dank und bis zu den nächsten Videos vom Camp Marki Olli. Tschüss.